Jo Leute, was geht? Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf diesem Kanal. Und ich habe ein bisschen meine Begrüßung vergessen eben. Ich hatte einen Blackout. Ich dachte, es wäre Jo Leute, herzlich willkommen. Aber ich sage ja Jo Leute, was geht? Und dann meinetwegen noch ein herzlich willkommen. Es ist schönes Wetter. Ich habe das Fenster aufgerissen. Ne? Habe ich Schweißflecken? Noch. Oh, da. Ja. Noch nicht so wirklich, aber kommt gleich, weil hier ist ein schönes warmes Licht und hier oben ist es auch richtig schön warm. Ja, was geht? Gute Frage, oder? Jetzt hat der Finn schon wieder über 2 Wochen kein Video gemacht und jetzt könnte man ja meinen, da kriegt er nicht mehr auf die Kette, ne? Der ist immer noch in seinem Motivationstief und ja, der hat uns verarscht in seinem letzten Video von wegen Videos kommen. Aber Leute, es war alles nur ein Prank. Ich habe extra jetzt 2 Wochen kein Video gemacht, damit ihr denkt, oh, was ist da los? Da habe ich euch doch nice geprankt, oder? Also das hat absolut nichts damit zu tun, dass ich einfach nichts auf die Kette bekommen habe oder keine Videoideen hatte. Damit hat das wirklich absolut nichts zu tun. Gar nichts. Wobei da ja schon was bei ist. So die allzu krassen Videoideen die letzten 2 Wochen hatte ich jetzt nicht. Aber braucht ihr euch nicht, weil ich habe euch ja eh geprankt und deshalb 2 Wochen kein Video gemacht. Bin dann aber sogar so weit gegangen und habe mir gedacht, wie kommen die anderen YouTuber immer auf Videoideen? Ich meine, wenn denen alle 2 Tage irgendein neues Video einfällt, ne, dann muss das doch mir, dem absolut super kreativen Wapiti, auch gelingen, oder? Also dachte ich mir, wie kann man so ein bisschen Schwung in diese Videos bringen, ein bisschen Leben da rein? Und dann dachte ich mir, ey, ich mache einfach das, was viele mal machen, um zumindest mal so einen Push zu kriegen und vielleicht so einen roten Faden zu haben, der sich durch den Channel zieht. Ich meine, ich schaue sehr gerne InScope und die ganze Truppe, wenn die zusammen Videos machen. Einzeln würden die mir wahrscheinlich lange nicht so gut gefallen, wie alle zusammen so. Und deshalb dachte ich mir, hey, hol doch einfach auch deine besten Freunde mit ins Video. Dann kriegst du da vielleicht auch wieder ein bisschen Schwung mit rein und kannst das so als roten Faden durchziehen und ja, da ist mir aufgefallen, dass meine besten Freunde eigentlich die ganze Zeit im Video sind, weil da steht meine Xbox und da mein PC und hier ist meine rechte Hand. Also gibt es da auch nicht mehr so viele Möglichkeiten. Gut, aber darüber soll heute nicht geredet werden. Wir wollen heute mal ein bisschen über das schöne Wetter reden oder über das Scheißwetter, je nachdem, wie man das definiert. Vor einer Woche hatten wir es noch richtig arschkalt. 1,5 Grad morgens, wenn ich zur Arbeit gefahren bin. Ich muss ja um 5.30 Uhr schon zu meinem Praktikum hinfahren, denn um 6 Uhr fange ich an. Und um die Uhrzeit ist es halt nochmal deutlich kälter als zum Beispiel 2 oder 3 Stunden später. Und ja, da war es 1,5 Grad kalt, mit Winterjacke raus und heute 16,5 Grad und ohne Jacke natürlich raus, ne? Und da möchte man ja meinen, das ist ja super geil, das ist tolle neue Wetter, ne? Schön die Sonne, nicht immer nur Wolken und Wind und alles und kalt und kacke. Aber das stimmt ja auch, Sonne ist ja auch geil. Ich habe automatisch bessere Laune, wenn draußen die Sonne scheint. Aber die Sonne ist nicht so toll, wie man vielleicht meinen würde, wenn man sich in meiner Situation befindet. Grund 1. Ich bleibe gerne in meinem Zimmer. Vor allem nach der Arbeit habe ich nicht viel Lust, mich noch großartig von hier wegzubewegen. Wenn man draußen sieht, wie die Sonne scheint, dann fühlt man sich sehr schuldig, wenn man die ganze Zeit auf der Couch oder vorm Computer sitzt. Dazu kommt dann noch Grund 2, die Wärme. Die Wärme stört nämlich wie Kacke beim Zocken. Denn wenn man den Luxus hat, so zu wohnen wie ich, dann hat man hier eine Dachschräge hinter sich. Und wisst ihr, was das bedeutet, wenn man eine Dachschräge in der Wand sieht? Dann bedeutet das, dass man unterm Dach wohnt. Und wozu führt das? Wärme staut sich oben, ist immer arschwarm hier drin. Hier ist es einfach standardmäßig 5 Grad wärmer als draußen, es sei denn, du hältst dich hier auf. Dann ist es 10 Grad wärmer als draußen, weil wenn du dich hier aufhältst, dann läuft normalerweise die Xbox, ein PC dazu, weil man dabei Musik hören will beim Zocken oder sogar mal was aufnehmen will. Und dann läuft alles gleichzeitig und die Lüfter, die hauen voll raus und der PC, der ist eh schon voll am Abkacken mit Lüftern. Und dann wird es hier einfach richtig schön warm drin, wie in einer finnischen Sauna. Ein richtiger Backofen hier drin. Du schwitzt dich echt komplett zu Tode. Ich habe hier einen Stuhl mit Lederuntersatz, also ich sitze auf Leder und ich weiß nicht, ob ihr schon mal im Sommer auf Leder gesessen habt, so, aber das führt normalerweise dazu, dass der Arsch schwitzt. Also kann ich nur sagen, dass das Wetter nicht so toll ist, wie man vielleicht meinen würde, ja? Ja, für euch ist das vielleicht nicht so. Ihr lebt vielleicht nicht unterm Dach und habt 35 Grad im Zimmer. Ihr freut euch über das tolle Wetter, ne? Aber denkt bitte mal an die Leute, die sich nicht darüber freuen können. Danke! Ich muss aber auch sagen, man kann mich da nicht wirklich glücklich machen. Vor 2 Wochen oder so habe ich noch gesagt, oh, wann kommt endlich die Sonne? Ich kann es gar nicht erwarten. Weil Sonne bedeutet bei mir eigentlich immer deutlich bessere Laune, so von Grund auf habe ich einfach eine bessere Laune, egal was dann an dem Tag los ist. Aber wenn es dann soweit ist, der Sommer ist da, beziehungsweise die ersten warmen Tage und es kommt der erste Tag, wo du dich zu Feierabend in dein Auto setzt und einfach spontan stirbst, weil es
tatsächlich über 40 Grad in dem Teil ist. Ne? Ich habe ein rotes Auto mit schwarzem Dach. Ihr wisst ja, ich fahre ein LaFerrari und sehr warm wird es da drin, wenn der in der Sonne steht. Und auf der Arbeit haben wir nur Sonnenparkplätze. Und wenn man dann irgendwann wieder zum Leben erwacht in seiner Karre, den Hobel endlich runtergekühlt hat auf 20 Grad, schön kühl im Auto, warm draußen, ist eigentlich eine gute Kombi, ne? Und dann steigst du zu Hause aus deinem Auto aus, gehst ins Haus, immer noch kalt im Haus, ne? Schön kühl, alles super im Treppenhaus, gehst du hoch in dein Zimmer und bam, 10 Grad wärmer als draußen. Und dann schämst du dich einfach nur, dass du damals den Sommer herbeigerufen hast, ohne an seine zerstörerischen Konsequenzen zu denken. Ich hoffe, ihr könnt jetzt mal ein bisschen nachdenken. Denkt bitte an die Leute, denen es im Sommer nicht so gut geht, wenn ihr irgendwelche tollen Sommerposts macht auf Facebook oder so. Ja, denkt mal drüber nach, schreibt mir eure Meinung dazu in die Kommentare und ich würde sagen, seid auch beim nächsten Mal wieder dabei. Bis!